Hallo, mein Name ist Fabian Scharlau. Ich spiele jetzt seit 3 Jahren beim LSC. Heute war mein letztes Spiel für den LSC und habe eine gute Zeit hier gehabt. Ich spiele im Mittelfeld, genau. Ja, 5-1 ist natürlich erstmal ein sehr hohes Ergebnis. Wir haben uns hier eigentlich mehr vorgenommen. Wir wollten hier ein knappes Spiel machen. Die waren uns heute in allen Bereichen überlegen. Es fängt ein Stück weit bei unserer Konzentration an, aber auch fitnessmäßig und technisch waren die uns einfach in allen Belangen überlegen. Wir gehen dann relativ glücklich mit 1-0 sogar noch in Führung. Hätten bis dahin aber auch schon hinten liegen können und es ist uns einfach nicht gelungen, die Stabilität in die Verteidigung zu bringen. Und wir haben auch keine Entlastungsangriffe schaffen können. Die haben uns früh angedrückt und das war schwierig. Gut, unser Ziel war ganz klar, erstmal nicht absteigen und Stadtmeister werden. Stadtmeisterschaft haben wir gewonnen. Wir haben die meisten Punkte in den direkten Duellen gegen die Leipziger Teams geholt. Das ist natürlich erstmal was, worüber wir sehr glücklich sind. Die Saison lief eigentlich gut mit Höhen und Tiefen. Ich denke, man hätte noch mehr rausholen können. Aber wir sollen erstmal mit dem 4. Platz so zufrieden sein. Ich habe ja 3 Jahre jetzt hier beim LSC gehabt und es war eine richtig gute Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Es sind vor allem die Derbys gegen ATV und Lindenau, die Tiere Spaß gemacht haben. Dafür spielt man dann Hockey. Ich bin hier gut aufgenommen worden und ich kann jedem nur empfehlen, der hier nach Leipzig zum Hockeyspielen kommt, kommt zum LSC und habt hier ein bisschen Spaß mit uns. Wir sind 2-mal aufgestiegen. Eine super, super Zeit hier.